Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Clash of Clans. Einigen von euch ist es schon sicherlich aufgefallen, dass ich weiter unten mit den Pokalen bin. Aber das habe ich gemacht, um euch etwas zu zeigen. Im Moment sehen wir, dass ich 202 Pokale habe. Wenn wir jetzt so einen Gegner suchen, ja, dann kommen nur solche Pussys. Also nicht Pussys, sondern die, die gerade neu angefangen haben. Aber jetzt werden wir mal drei Pokale verlieren. Wegen dann sind wir minus 3, also 202 minus 3 sind 199, unter der 200 Pokalmarke. Tja. See the magic. Ja, da kommen jetzt immer solche Gegner unter 200 Pokalen. Das ist richtig übertrieben. Ich meine, was machen die alle unter 200 Pokale? Also Farm kann man da bestimmt nicht gut. Aber beinahe alle haben das Rathaus draußen stehen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das nur mal zeigen. Also, falls ihr am Farmen seid, nicht unter die 200 Pokale-Marke gehen. Das könnte ins Auge gehen. Wenn wir schon mal so weit unten sind, können wir die unten richtig zerhacken. Los, lass mir mal ba meinen Barbarenkönig los. Der regelt das schon. Alter, macht der Schaden. Ja, ich hätte eine Frage an euch. Und zwar, ich habe jetzt 27.360, 360, Dunkles. Und was würdet ihr als erstes hochmachen? Ich bin noch am Überlegen. Entweder Schweinereiter auf 3, die Bogenschützenkönigin auf 4 oder der Barbarenkönig auf 8. Da bin ich noch am Überlegen. Deswegen frage ich euch jetzt. Ihr könnt es mir ja mal in die Comments schreiben. Beschleunigen wir ein bisschen. Setzen wir mal die Fähigkeit vom König. Das ist heftig, ey. Man kann echt so ein Dorf zu hacken. Ja, das wird wieder ein Spaß aufzusteigen. Vierunddreißig Pokale. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, wie oft ich in letzter Zeit angegriffen wurde. Ach nee, ist Angriffslog. Hier vor 34 Minuten, vor 35 Minuten, vor 36 Minuten, vor 37 Minuten, vor 37 Minuten, vor 39 Minuten, vor 40 Minuten, vor 49 Minuten, vor 52 Minuten, vor 53 Minuten. Ja, das war vor 3 Stunden. Auf jeden Fall richtig heftig, wie oft man da angegriffen wird, wenn man so weit unten ist. Die meisten haben sich auch nur mein Dunkles geholt, ey. Sonst hätte ich schon über 28.000. Schon wieder jemand hat den Clan verlassen. Ja, was können wir noch in der Aufnahme machen? Noch ein paar Pokale sammeln. Ach ja. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen für das Dorf. Setzen wir noch ein paar Bogenschützen, damit es schneller geht. Ich hätte aber auch schon liebend gerne die Fähigkeit von der Mummy Queen. Da kommen ja auch diese Bogenschützen, sie verschwinden ja für ein paar Sekunden und halte ich dann. Geht auf jeden Fall mächtig ab. Und wieder 100% geschafft. Ist ja auch super schwer da unten. Der Barbarenkönig muss jetzt noch 4 Minuten pennen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich habe euch ja heute nur gezeigt, was passiert, wenn man unter 200 Pokale geht. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und kommentieren. Und falls euch unser Kanal gefällt, könnt ihr uns auch abonnieren. Ciao!